RB 81 360 Bremen Hauptbahnhof, Osnabrück Hauptbahnhof. Es ist 8:13 Uhr. Fahren Sie diesen Personenzug von Bremen Hauptbahnhof nach Delmenhorst. Wir fahren die Baureihe 612 von der Deutschen Bahn. 100 Tonnen schwer, 2 Wagen und 48,9 Meter lang auf der Strecke Bremen-Oldenburg auf dem Abschnitt Bremen-Delmenhorst. Und ich würde sagen, wir beginnen. Und zwar damit, dass wir diesen Zug natürlich als allererstes mal aufrüsten werden. Und natürlich müssen wir dafür Schlüssel braucht man nicht. 5 Schlüssel müssen wir auf jeden Fall einstecken. Einstellen. Wir müssen aber auch den nach vorne stellen. Führerscheinbeleuchtung auf ein, den Shutter auf ein, Kompressor auf ein, GPS auf ein, Kopfhörerbeleuchtung machen wir auf ein. Das ist der Typ für Regelung, braucht man noch nicht drum zu kümmern. Wir sollen noch ein bisschen warten, ich denke mal bis 8:15 Uhr. Hier unten haben wir die Scheibenwischer. Wir müssen natürlich die Spitzensignale stellen. Die Zugsicherungssysteme einstellen. So, sind wir auch soweit. Dann können wir uns mal draußen umsehen und sehen, dass wir mit der Regiobahn unterwegs sind. Können wir ja auch noch ein bisschen den Zugzielanzeiger anstellen. Irgendwie irgendwo. Das wird aber wahrscheinlich nicht gehen, wie ich das sehe, oder? Leider nicht. Das scheint hier tatsächlich nicht möglich zu sein. Doch. So, wir erstmal uns da vorne hin bewegen, das tun wir natürlich. Wo sind die Bremse? Schalten langsam auf. Nicht überschreiten. Das tun wir natürlich auch nicht. Dürfen wir an den Bremer Hauptbahnhof anfahren? Gleis oder Bahnsteig 2. Schon fast zu früh stehen geblieben. Das wollen wir natürlich nicht. So, dann öffnen wir die Türen. So, dann sind wir hier am Bremer Hauptbahnhof. Mal schauen, ob unser Zug dort steht. Angeschlagen ist. In der Tat. RB 28 Bremen Neustadt Heidbrück Delmenhorst. Aus Delmenhorst fahren wir, bevor dieser Zug dann weiter nach Osnabrück fährt, während dort ein RE verschwindet. Bei hier kommt dann ein RE über Delmenhorst, Hüge Oldenburg und mit Ziel Wilhelmshaven. Dort fährt ein IC. Und wir sollen bis 8:20 Uhr warten, das gibt uns ein bisschen die Gelegenheit, hier noch uns ein wenig umzusehen.
gesagt, dort fährt ein IC. Bremen ist übrigens auch ein sehr, sehr schöner Bahnhof, kann ich nur empfehlen. Ich habe dort auch schon gespottet. Könnt ihr ja sehen auf meinem Kanal. Und ja, also wie gesagt, ein sehr, sehr schöner Bahnhof. So, dieser Zug fährt weiter nach Bremen-Fegesack. Steht wirklich da so. Und hier fährt eine RB um 8:30 Uhr über Bremen-Hemeling, Dreie und Kirchweih nach Tüstingen. Dieser RE-Ausfahrt. Eine wunderschöne Baureihe 110. Seht euch das doch mal an. TRI. Einfach wunderschön. Kann man nicht anders sagen. War, fährt er nach Rothenburg-Wümme über Bremen-Oberneuland, Sage, Horn und Ottersberg unter anderem. So, wir haben aber immer noch 2 Minuten, ehe wir abfahren dürfen müssen sollen. Unserer Euridio-Bahn ist die erste Klasse, die zweite Klasse. Ich finde, das ist ein wunderschönes Repaint, kann man gar nicht, anders sagen. Also gefällt mir. Es ist süß und blau, also richtig schön. Was mir nur nicht gefällt, ist, dass wir den Zugzielanzeiger hier nicht einstellen können. Das nervt ein wenig. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie machen kann. Ich weiß es leider nicht. Hier ist ein schickes Foto, würde ich sagen, oder? Ein schickes Foto. So, dann haben wir jetzt gleich noch 20 Sekunden. Fahren wir über Bremen Neustadt. Heiko, schließlich Dennenhorst. Alles ziemlich nahe Station. So, dann dürfen wir rechts verriegeln. Bremse lösen. 2,2 Kilometer bis Bremen Neustadt fahren. Ja, wir haben immer noch Luftlatenzmagnet. Das müssen wir gleich das jetzt erstmal draus befreien, gleich, ob wir hier beschleunigen können. Geschafft. Ja, natürlich. Das erste. Neustadt. Bin ich befreien? Ja, befreie dich doch. Na, sorry, geht ja auch nicht. Krankheitslaster. Ja, ich drück doch wie so Bekloppten. Ach.
hab doch gedrückt. Meine Güte. Nicht. Manchmal verstehe ich das nicht. Das ist jetzt natürlich wieder die Verspätung, die wir jetzt hier haben. Natürlich einfach nur zum Kotzen. Da drückt man die Taste und es reagiert nicht. Ja, schon wieder. So, schaut euch das doch mal bitte an hier. Wunderschön. Sollten wir so langsam. So, sind wir in Bremen Neustadt mit einer Verspätung von 2 Minuten. Aber dem ist dann halt so. Was macht der denn da? Schön fliegen, das tun wir. Wir sind selber die Bremse. Tür geht zu, Kollege. Feierabend. Meine Güte, manche Fahrgäste fressen. So, 7,4 Kilometer. Ja, komm, jetzt. Denn? Oh Mann, ich verstehe es nicht, ey. Der Zug reagiert gar nicht. Manchmal ist dieses Spiel wirklich sehr, sehr verbuggt, das kann man nicht anders sagen. Aber ja, das ist nur meine persönliche Empfindung. Während da rechts ein Güterzug eintrudelt.
jetzt funktionieren die PCB-Tasten auf der Tastatur. Ich weiß nicht, was das gerade war. Schafft ja auch spielen, ne? Also ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Verriegeln wir. Bei 3,4 Kilometer bis zur unserer Endstation.
So, das haben wir auch soweit. Und dann sind wir gleich an unserer Endstation, Delmenhorst, wo wir mal quittieren müssen. Aber das funktioniert jetzt ohne Probleme. Das funktioniert. Nämlich ein Gleiswechsel, deswegen auch 60. Sogar pünktlich schaffen. Ja, dann war ich hier stehen. So, das haben wir soweit geschafft. Pünktlich, den haben wir wirklich pünktlich erreicht. Ich glaube es kaum, aber so, dem ist so. So, viel erfüllt, alles erledigt. Wunderbar, bekommen wir mindestens Gold. Ach, nur Silber. Wahrscheinlich, weil wir zu spät waren. In Bremen. Beziehungsweise in Bremen waren wir sogar zu früh. 8:19 Uhr war geplant, Real waren wir 8:16 Uhr. Da dafür waren wir in Bremen-Neustadt 2 Minuten zu spät und in Heidkrug 1 Minute zu spät. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass wir eine Gold Silber bekommen haben. Wahrscheinlich auch an der Zwangsbremse, die nicht hätte sein müssen, aber ja. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Euer der Danny spielt das. Ich hoffe, der Sound ist diesmal besser, vor allem von meinem Kommentar. Ich habe da so ein bisschen rumprobiert. Ja. Wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Habt ein schönes Wochenende. Euer der Danny spielt das. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.